In welchen von diesen dreien haue ich jetzt rein? Werf eine Münze. Ich habe gerade keine Münze da und also mit einer Münze habe ich nur zwei Ergebnisse. Ich habe drei, die Ja reinpassen. und? Nein, sie kann auch auf der Mitte stehen bleiben lassen von euch. Ja, siehst du? Nehmen einfach den hier. Der in der Mitte war von den dreien. Den wir brauchen auf der Held, den wir verdienen. Boah, wenn ich Adolf Hitler nehme, wäre das jetzt extrem assi wegen der momentanen politischen Lage. Ja. Gerne nochmal hart wichsen ist aber auch nicht schlecht. Ja, gerne mal Hartwigs ist auch gut. Ja, da gibt es schon Schüsse Wieso für nehmen wir sie. es dann nicht, verdammt? Weil. Tja. Jetzt sind wir Hörspiel. Wenn er ein Blümchen hat. Benjamin Blümchen hat Gyrions charmante Warnungen. Das ist gut. Wollen wir es überkaufen? Oh, da können wieder schöne Sachen bei rauskommen. Also, wenn es kein Pokémon ist. Okay, Herbert ist schon mal wieder dabei. Und, oh, Alter ist auch dabei. Nee, Herbert ist zu gut. Yes. Klassiker. Ja. Glück gehabt, den hab ich gerade gezogen. Jetzt neu. Magifix für. Magifix für ja. Okay. Die Milchmäuse von Aldi. Wieso immer die Milchmäuse von Aldi? Alter. Mag ich Füchs, dafür gibt's auch was von Ratio Farm. Erstmal wegwerfen. Habe jetzt auch nicht wirklich was, was da so gut reinpasst. Der erste passt zumindest ganz gut. Bloody macht heute echt keine Sorry, Punkte. Sascha, aber das geht auf deine Kosten. Insofern kann ich nicht anders. Wir brauchen Captain Planet, vereinigt eure Kräfte. Erde, Feuer, Wind und. Okay, ich weiß, was man da noch mit reintun kann. Das Ich hätte auch letzte. noch was gehabt, verdammt. Jetzt habe ich das Falsche genommen. Was bist du denn? Die Karte ist gut. Das kann ich mir sogar richtig Das ist eine vorstellen. gute Karte. Ja. Erde, Feuer, Wind. Was? Wer bist du denn? Die Yep. fertige Richtige gibt es aber auch mal mehr als einmal, oder? Meine gefühlvolle Inspiration von. Aber hey, das, was bist du denn? Hat's doch gezogen. Ja.
Feuer, Erde, Wind und was für bist du denn? Ach, hey, sind ein paar neue dabei, oder? Es sind ein paar neue dabei. Von. Die Lust ist ja geil. Die sind irgendwie alle gut. Ich bin mal so nett, ne? Yay! Bloody hat endlich seinen zweiten Punkt. Wenn jetzt wieder irgendjemand ankommt mit Schiebung, dann sag ich nur richtig. Ich gucke gerade ein The Floyd-Video im Hintergrund und der Kerl hat ein Horde-T-Shirt an. Verbrennt ihn! Nein. Ja, er was spielt seit. Er spielt seit neuestem WoW. Das habe ich mitbekommen. Das letzte, was ich gesehen habe, was er irgendwas von Blizzard gespielt hat, war Overwatch. Und Heroes, wo er mehr als schlecht ist. Hm. Ja, dann gibt's halt jetzt ein Parteitreffen in der Vergangenheit mit Celebi. Mhm. Also, Potenzial. Uff. Was haben wir denn hier? China Waldduckkäfig, jetzt wird es schmutzig, Teil 4, Multiple Sklerose. Die Herschel Rosenkranz. Dolan Duck und Gooby. Bremsspuren in der Unterhose. Okay. Bitte sehr. Nadine, du ziehst heute alle ab hier. Ja. Dafür, dass ich ja sonst diese Chancen habe, mache ich das heute mal. Das ist bestimmt der Tittenbonus. Ich wollte es gerade sagen. Doch, gar nicht. Ja, du sagst, es stimmt doch gar nicht. Da waren aber noch mehr, die den Gedanken anscheinend hatten. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr so komische Karten habt, die keiner nimmt. Ja. Sagen wir einfach mal, du könntest nichts dafür. Yay, ich hab endlich mal wieder einen Punkt bekommen. Schiebung. Alter, Bloody, das zieht nicht mehr. Doch, das zieht. Nee. Okay, die Karte ist verstörend, ich spiele sie jetzt einfach mal. Die Gelegenheit, euch eure feuchten Pokémon-Sex-Träume zu erfüllen. Oh, da hätte ich die andere Karte nehmen sollen. Verdammt. Oh, verdammt viele Pokémon. Gardevoir hätte besser gepasst. Eine Gardevoir-Karte habe ich noch nicht, aber die kann ich mal reinmachen. Schon, dass ich die Karten gerade bewerte, ne? Macht desto nix. Perverser, desto besser. Deswegen hat Sascha auch gewonnen. Dazu ein neues Let's Play-Projekt widmet sich. Oh ja, ist gut. Ja, gut. Oh, verdammt. Das könnte eng werden. Ich frage mich zwar, wie ich aus den meisten Sachen da ein Let's Play rausmachen soll, aber... Das würde ich mir sogar angucken. Muss ich mal schauen, ob es einen Simulator für sowas gibt. 100 Pro gibt's dafür einen. Ich meine, wir reden hier über Simulatoren. Es gibt für alles einen Simulator. Ja, es gibt ja auch den Goat-Simulator, also was soll's. Und der I Am Bread Simulator. Oder der Beer Simulator. Wo man sich als fucking Bärenhut aufziehen kann.
Das Highlight in Sachen Penetration Simulation. Da sind wieder ein paar richtig schöne dabei. Wenn das Kindergeburtstag wurde durch, Art of Spammer sein, massiv gestört, Erdbeben, schwarze, schwule, jüdische Chinesen, alle meine Freunde sind tot, Psychokinese. Alles davon, in der Reihenfolge. Ja. Ich ehrlich gesagt das mittlere genommen. Schwarze, schwule, jüdische Chinesen. Ja, auch wenn es nicht meine Karte war. Jetzt wissen wir es. Nadine spielt nicht nur mit dem Tittenbonus, sondern auch mit dem Nazi-Bonus. Ich hatte das Erdbeben gelegt, nicht die Chinesen. Naja, aber... Ich habe vergessen, was ich gelegt hatte. Hey, jetzt war die Karte deine Mutter recht gut. Habe ich nur leider nicht. Okay. Wieso gehen eigentlich fast alle in dieselbe Richtung? Ach, McLovin. Ich mag den Kerl. Ja, ganz ehrlich, die ersten vier gingen in dieselbe Richtung. Ja, und? Oh, scheiße, ich glaube, das war das Falsche. Also, du hast schon, wer die Karten zieht, aussucht. Ja. Okay, was zünden wir denn? Wir können Horst Seehofer zünden. Chloroform, auch ein netter CD im Raid, sicher. AIDS. Das könnte auch eine Abkürzung für irgendeine Bombe sein. Gandalf, der braune Hausmagier der AfD. Ach du Scheiße. Okay, die Wahl, die engere Auswahl ist zwischen Horst Seehofer und Gandalf der Braune, aber Nimm Gandalf. Okay, Gandalf. Ja, der wird alles wegputzen. Horst Seehofer war von mir. Ach, ich schreie ja. Hatten wir den nicht schon mal? Ja, hatten wir schon mal. Ah, die Karte hat bei Alter schon mal funktioniert. Na dann. Da ist Bloodys neue Karte. Oh, ich hab mir das jetzt so ein Foto. Da gibt's ganz viele Fotos von. Ja. Yeah. Cool. Die haben in der letzten Runde haben die ganz schön häufig gewonnen. Verdammt, jetzt sind ihr seid Blatter anstatt Bloody Roots in SS-Uniform. Warum hast du nicht Bloody in SS-Uniform genommen? Also, weil Josef Blatter schlimmer ist. Okay, da muss jetzt eine Blank rein. Lass mich raten, deine Mutter. Bist du schade, deine Mutter? Wer legt diese Karte hin, wenn Nadine Karzer ist? Also bitte. Lass niemanden in meinen Körper, basta. Nein, dein Körper wird ja vertauscht, Nadine. Das ist dein Körper, wäre mit deinem Körper vertauscht worden. Was? Das wäre irgendwie sehr, Mindfuck. Ja, deswegen habe ich sie auch gelegt. Wurde neulich aufgrund von der Polizei verhaftet und eingesperrt. Oh, wer ist gerade? Oh, okay, die lege ich. Alter, das würde mir bei deiner Mutter echt Sorgen machen. Verdammt. Da wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob deine Mutter wirklich deine Mutter ist. Die kommt auch nicht gut weg heute. Ja, irgendwie. Die kommt heute gar nicht gut weg. Ja. Oh
Unbekannter Typ im TS, stehst du auf Pokémon? Hm? Meinst du jetzt Bloody? Nein. Wieso sollte ich mich selbst? Wieso sollte ich mir selbst Fragen stellen? Keine Ahnung, ich kann die Stimme gar nicht zuordnen, sorry. Wen meinst du denn jetzt? Dich. Ich bin jetzt nicht so der Pokémon-Freak wie... Okay. Ja, Xeno, aber... Also mit Pokémon-Karten wirst du bei mir nicht so wirklich Punkte bekommen, sagen wir es so. Okay. Ich bin eher der für die makaberen und rechten Sachen. Ich erwischte meine Mutter, wie sie ist, mit chinesischen Goldfarmantrieb, Albino-Neger, okay, Professor Eichel und sein langes Raupi, die Mannschaft. Ja. Ich wusste es. Mannschaft war auch nah dran. Ja, das war meine. Ja, ich habe gehört, du magst. Okay. Nachdem Bloody jetzt dran ist, kann ich da kaum Pokémon-Karten reinhauen, oder? Mhm. Versuch's doch. Nee, werde ich nicht machen, auch wenn ich insgesamt 3 auf der Hand habe. Oder nee, 2. Ja, 2 habe ich. Na gut, 2 Pokémon und eine Pokémon-Attacke. So rum ist es. Oh Mann. Da sind mal wieder ein paar sehr schöne dabei. Da brauche ich gar nicht was weiterzulesen. Danke. Ich weiß genau, woran ich bei dir bin. Das ist toll. Auf jeden Fall die Blutung an diesem Körper. Okay, der erste ist mal wieder der Mindfuck. Ja, du wärmst dich selbst. Du ist doch nicht auf dich bezogen. Okay. Well played, Bloody. Echt jetzt? Okay. Das war der dämlichste, den ich hier drin gefunden habe. Den habe ich einfach jetzt genommen. Ja. Was packen wir denn da rein in die neue Alete? Nehmen wir einfach mal das hier und das hier wird schon irgendwas reißen. Ich werf Karten weg. Gib Capri-Sonne mit Red Bull, die will ich auch. Capri-Sonne. Kannst du mischen. Die Capri-Sonne mit Red Bull. Whiskers, du Fotzip, gewinn schon wieder. Och nee, das kann ich jetzt nicht spielen. Mach ich trotzdem. Okay. Familie.